Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Saison neigt sich so langsam dem Ende zu, der Herbst beginnt, die Blätter fallen von den Bäumen und es ist Zeit loszulassen. Nein, Quatsch, es ist nicht Zeit loszulassen, es gibt ja eine Wintersaison, aber ich möchte in diesem Video meine Top 3 Mountainbike-Strecken, die ich dieses Jahr gefahren bin, mit euch einmal Revue passieren lassen und am Ende des Videos gibt es doch ein kleines Announcement für nächste Woche. Also bleibt auf jeden Fall dran, denn dann erfahrt ihr, wie es nächste Woche weitergeht. Viel Spaß bei dem Video. Auf Platz Nummer 3 gelandet ist bei mir der Panorama Trail in Saalbach. Warum? Ganz einfach. Der Trail ist super schön lang. Das Panorama ist schön. Macht einfach nur Spaß und das finde ich einfach mega cool. Zum Warmrollen die perfekte Line, für mich auch eine der besten blauen Lines, aber zu blauen Lines kommen wir auch noch nächste Woche. Aber erstmal eine Abfahrt, Panorama Trail in voller Länge für euch. Viel Spaß! Hier. Jetzt kommen die Hände von mir, Leute. Boah, ich weiß nicht, ob das mit dem Hackelberg heute eine gute Idee ist. Ehrlich gesagt. Das ist schon krass. Das hat letztes Jahr mit Morco, mit der anderen Gabel, war es viel schwieriger, über diese Stepdowns hier drüber zu kommen. Da braucht schon einiges mehr Speed. Oh Gott, ey. Schon Lampenschnecke heute. Vielleicht doch einfach meine Kurvenfahrtechnik überdenken. Boah, der kickt aber. Boah, tut so weh. Aua, 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 aua. Weniger anstrengend als so eine blaue Leine in Dings. So, nächster Abschnitt. Dämpfer quietscht schon wieder. Vielleicht. Hier ist aber windig. Jetzt glaube ich, das sah auch irgendwie anders aus als vorher. Ich habe das Gefühl, dass ich echt so ein bisschen das neu gemacht haben. Keine Ahnung mehr. Ja.
echt noch alles gut weh von gestern. Oh, stark. Echt mehr Pause. Das wird heute nichts, ich merke das schon. Mir tut alles zu sehr weh. Oh, und Tag Pause. Platz Nummer 2 hat eine Strecke aus dem Sauerland für mich bekommen, und zwar die Bounce and Blow. Die 99 Jump Line, zum Beispiel in Schladming, ist auch eine super Jump Line, aber für mich noch nicht alles so, dass ich sage, wow, ich fahre die einfach, mach mir gar keinen Kopf. Und das ist bei der Bounce and Blow anders. Also ich
habe die Strecken eh so ein bisschen nach, wenn ich nur eine Abfahrt am Tag machen dürfte, so, was wäre das dann für eine Strecke? Da fallen halt viele Punkte rein, wie zum Beispiel die Österreich-Strecken, weil die schön lang sind. Dann natürlich, wie viel Spaß macht sie mir? Wie ist das Schwierigkeitslevel? Wie ist die Streckengegebenheit? Und. Kann ich damit mit allen Leuten zusammen auch drauf fahren? Auch Fortgeschrittene und Anfänger haben da alle Spaß drauf. Und ich muss sagen, Bounce and Blow ist einfach eine super geile Jumpline, macht einfach super Spaß und ist nicht so ein super Angstding. Und nicht so, zum Beispiel bei der 99 Jumpline, die macht auch mega Spaß, aber da sind viele Sachen nicht ganz so super einsichtig und man muss sie doch eigentlich ein paar Mal fahren. Das war scheiße, Alter. kurzen Schockmoment. Alter. Und Trommelwirbel, Platz Nummer 1 für mich dieses Jahr 2023, beste Mountainbike-Line, die ich gefahren bin. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr andere, aber ich kann ja nur über die sprechen, über die ich auch gefahren bin. Und ist die Rookie Downhill Line in Schladming. Ist eine rote Line. Für mich persönlich hat die Line einfach alles, was man braucht, macht einfach übertrieben Spaß, aber was soll ich sagen, seht einfach selbst. Nicht, das so krass raus.
Wenn die so gleichzeitig piepsen, die GoPros, ne? Da komme ich nicht drauf klar. Okay, alle? Ah, die wollen 99. Ist klar, ne? Alter, diese Steinmauer hat mich aber gerade verwirrt hier. Da bin ich denn so langsam wieder. Alter! Downhill. Auf jeden Fall strammer hier alles. Boah, mega das Gap. Boah. Kommt hier.
So, nun sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ihr seid bis hierhin dran geblieben, denn es gibt ein kleines Announcement für nächste Woche. Und zwar brauche ich unbedingt ein bisschen Zeit, meinen Content zu überdenken. Ich werde vielleicht auch euch nochmal ein bisschen detaillierter erzählen, wieso, weshalb, warum. Aber ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Und diese Zeit muss ich mir halt irgendwie rausarbeiten. Und deswegen gibt es nächste Woche sozusagen so eine Raw Run Week. 7 Tage, 7 Videos, 7 Strecken. Und ich werde euch so ein bisschen erzählen, warum ich diese Strecke mag und packe halt meine Top 7 rein. Weil es gibt natürlich noch viel mehr andere Strecken, die ich gerne fahre. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, falls ihr die auch mal ausprobieren möchtet. Und vielleicht erzähle ich euch im Anschluss auch, warum ich momentan mit Mountainbike YouTube bei uns hier in Deutschland auch so ein bisschen meine Struggles habe und warum ich meinen Content auch so langsam ein bisschen überdenke. Aber dazu muss ich mir selber noch Gedanken machen und das erzähle ich euch dann lieber in einem gesonderten Video total gefasst und yes. Lasst trotzdem gerne ein Abo da. Nächste Woche geht's los. Raw Run Week sozusagen. Nicht so richtig, ne? Wird kein Raw Run, wird schon bearbeitet sein. Aber halt ganze Abfahrten. Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.